Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch das dritte Lego Technik Set von meinem älteren Bruder vorstellen, wo ich immer total neidisch war, dass er das bekam und nicht ich. Das ist von 1994 der Dune Blaster. Ein kleiner Buggy, hat 278 Teile, kommt wie gesagt aus dem Jahr 1994. Das ist die Zeit vor Paneelen, vor Technikbeams. Damals gab es die Technik Bricks und ja, so die ersten Rigid Hoses, also diese etwas starreren Schläuche als Designelement. Mehr gab es damals nicht in Lego Technik. Lego Technik sah damals so roh aus, damit man die Technik sehen kann. Und ich muss sagen, das ist das erste Modell, von dem ich enttäuscht bin. Klar, es gibt hier eine wunderschöne Anleitung. Mein Streber von Bruder hat die in einem sehr, sehr guten Zustand hinterlassen. Musste dann ein bisschen was ausgeben, um hier die Schläuche wieder zu bekommen. Jetzt mache ich auch mal alles wieder kaputt. Typisch. Deshalb durfte er Technik haben und ich nicht. Aber ich muss sagen, klar, hier die Optik mit den Technik-Bricks, nur die Gerippen muss man mögen. Eigentlich mag ich es, wenn dadurch coole Technik offen zu sehen ist. Aber so viel Technik hat das Ding gar nicht. Also es hat eine Dämpfung hinten hier mit zwei grauen Stoßdämpfern. Es hat hier einen Zweizylindermotor, der mitläuft. Und hat hier eine Lenkung. Es hat noch nicht mal ein Lenkrad. Es hat wirklich kein Lenkrad. Und das war's. Und dafür sieht der mir dann einfach wieder zu offen aus. Ihr erinnert euch, bei den anderen Sets finde ich das eher toll, die Optik. Bei dem hier, wie gesagt, es ist keine Technik, die verborgen, die da offen zu sehen ist. Klar hat es hier eine Lenkung. Hier oben. Aber mehr hat er nicht zu bieten, deshalb finde ich, sieht er ein bisschen nagelig aus. Gut, damals gab es noch keine Paneele, um das hier zu ver ein bisschen geschlossener zu gestalten. Das hätte man mit Plates machen müssen, das wäre ein bisschen anstrengend geworden. Aber nun, so ist es halt. Besondere Teile gibt es an dem Set eigentlich keine. Die Stoßdämpfer, aber und hier die Schläuche. Aber sonst ist das alles ziemlich Standardteile, so wie auch die Technik von damals meistens nur Standardteile gewesen sind. Oder vielleicht hatten meine Brüder oder der eine Bruder war es ja nur, hatte der auch nur die Standardsachen. Hier fehlt noch ein Sticker. Gut, dann kann ich leben, dass das Sticker fehlen. Aber ich finde, da die 29 drauf hätte jetzt auch nicht viel zur Optik beigetragen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr von diesem Set haltet. Habt ihr das auch gehabt oder gefällt es euch, gefällt es euch nicht? Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt und ich freue mich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.